Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Ernst Stable 5. Habe ich es getroffen? Ja, da sind wir wieder. Das letzte Mal haben wir diesen wunderschönen Gewächshaus-Garten-Zeug gemacht. Bin ich immer noch stolz drauf. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier drin noch ein bisschen mehr machen. Und zwar, zum einen möchte ich gerne ein bisschen was in Sachen Runic Altar und so weiter aufbauen und dann hier irgendwie noch was und so weiter, ne? Da finden wir noch ein paar Ideen. Genau. Das ist so ein bisschen der Plan für heute. Mal gucken, ob wir es schaffen. Also, wir sollten es schon schaffen, aber ob ich fertig werde, ist die Sache. So. Und zwar brauche ich einmal das Ding hier. Ich bin noch am Überlegen, ob ich es automatisieren will oder nicht. Das ist noch die einzige Frage. Auf jeden Fall müssen wir das dann irgendwie schön platzieren und müssen schön irgendwie einpflegen, gestalten, was weiß ich nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich hier halt noch irgendwie ein paar Pfosten oder irgendwas mache, dass es noch ein bisschen nach mehr aussieht als jetzt nur ein bisschen. Aber das kommt dann drauf an. Auf jeden Fall können wir von unten auf jeden Fall das Mana raufmachen. Das wäre dann gar nicht so schlecht. Nehmen wir einen Mana-Spreader mal mit hier. Und werden wir unterm Haus einfach eine kleine Mana-Versorgung machen. Die dann hier irgendwie mit Hilfe von Sparks überall das Mana vielleicht noch hintransportiert oder sowas. Kann ich eigentlich, das habe ich nie probiert. Ich habe keinen Spark mehr. Kann ich einen Spark auf den Runic Altar setzen? Sparks. Some blocks have the ability to harness Mana from Sparks, but uses them for a few blocks right now. Okay. Gibt es da die Hand Comparator? Das sind jetzt einfach nur die Rezepte. Nope. Okay. Dann geht es wahrscheinlich nicht, dann müssen wir es drunter platzieren. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, wohin. Weil direkt vor dem Fenster sowas sieht immer doof aus. Das kann man nie machen. Haben wir irgendeinen schönen Table? Wir haben den Alchemy Table, ist zwar von einem anderen Mod, aber an sich ist er nicht schlecht vom Aussehen her. Weil der würde so vom Aussehen her wenigstens reinpassen. Müssen wir halt dann alles, wie gesagt, Botania ist eigentlich sehr hell, Blood Magic ist dunkel, da müssen wir mal gucken. Hatte ich so ein Table schon mal gemacht? Müssen wir mal gucken, dass das irgendwie zusammenpasst. Aber so ein Alchemy Table neben den Runic Altar könnte ganz gut passen. Flup. Kann ich noch? Nö. Okay, ich bräuchte dafür noch Huhn. Und ein Orb. Der Orb ist jetzt weniger das Problem. Ja. Ich hole mal ganz kurz, wenn ich noch was habe. So, was war das nochmal? Einfach nur Blank Slate, ne? Black Rune. Ich habe keine Runen mehr. Habe ich hier noch welche? Nö. Ich habe nur die normalen Blank Slates. Ist sogar gerade drinne. Dann nehmen wir kurz Stone. Flup. Und dann das Ding rein. Super. So, machen wir noch ein paar von den Runen. Und dann machen wir nämlich den Table einfach noch mit rein. Das könnte ganz schick aussehen am Ende, hoffe ich mal. Haben wir noch irgendwas von Botania, was wir reinsetzen können? Das glaube ich nicht. Weil Botania hat nicht unbedingt so viele schöne Gestaltungsblöcke. Sondern es ist mehr. Was wir auf jeden Fall machen, die Terrestrial Agglomeration Plate, die können wir auf jeden Fall reinsetzen. Das ist eine schöne Idee, um das mal irgendwo in den Boden zu packen. Weil sowas kann man immer machen. Jetzt muss ich nur gucken, wie es vom Platz erreicht. Weil das Ding ist ja 3x3.
Wir könnten, wenn wir das hier wegmachen würden. Ne? Also hier bis hier hinweg. Ich glaube, es nimmt zu viel Platz in Anspruch, wenn ich es so mache und dann das Ding hier in der Ecke habe. Und hier eine Treppe nach unten, aber es ist zu viel Platz. Es wird nichts. Nee, das lassen wir mal. Okay, wo können wir sie noch hinmachen? Einfach so hier rein irgendwie, aber dann irgendwie mittig. Dann ist auch wieder der Raum schon komplett zu, weil hier sind überall Türen. Dann vermachen wir das hier zu einem großen Raum. Das könnte ich noch machen, dass ich hier die Wand rausnehme und das zu einem großen Raum irgendwie mache. Ist das so? Gut ist. Das geht doch, oder? Machen wir hier nochmal so ein bisschen Kante rein. Ich hole nochmal Alpwood und dann machen wir das einfach so. So. Weil wir brauchen Platz. Wir brauchen definitiv Platz. Und dann kann ich nämlich das hier auch komplett zulassen. So. Das ist, glaube ich, besser. Wobei, vielleicht mache ich hier trotzdem noch eine Tür rein. Einfach nur, um eine Tür zu haben. Die hier hinten reingeht. Mal gucken, wie wir es machen. Oder ob wir den Raum hier wirklich nur einen Mini-Raum irgendwie draus machen und das vielleicht nochmal irgendwie anders abkapseln. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum. So, auf jeden Fall, das Ding muss irgendwo relativ zentral rein. Dass es ein bisschen Platz ist zu den Seiten. Also am besten, ja, hier halt. So, dann kommt das hier weg. Das. Zack, 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 zack. Nein. Zack, 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 zack. So, weil das sieht nämlich so ein bisschen aus wie so eine Art Teppich, weswegen ich eh überlegt, also weswegen ich anfangs überlegt habe, ob ich es ein bisschen nach unten schieben will. Oder wir machen hier so eine Kante drum. Weißt du, dass wir irgendwie jetzt hier sowas machen? Halt nicht aus dem, sondern aus was anderem. Nicht sowas vielleicht. Das so machen würden? Sieht auch komisch aus. Ich glaube, da müsste ich trotzdem einen Boden machen, irgendwie als Abgrenzung. Das funktioniert hier nicht. Nee. Ich wünschte, ich könnte es mehr customizen, dieses Ding. Oder wir packen oben was drauf, ne? Dass wir einfach... Das können wir auch machen. Einfach... Nein, du hast... Wenn wir so Slabs nehmen einfach. Das muss ja nicht frei sein, ne? Also wenn wir es halt nicht mit Slabs machen, sondern mit was kleiner machen und das Ding einfach in die Mitte platzieren. Ich glaube, das würde mir sogar besser gefallen als das Standardding hier. Ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, so machen wir das. Das heißt, wir packen es hier doch in die Ecke. Weil jetzt haben wir nicht unbedingt dieses Platzproblem. So, das einmal weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir das nämlich hierhin einfach so ein bisschen zu einem höheren Gebiet. Und gut ist. Das heißt, wir haben dann sowas hier. Was dann halt irgendwie so aussieht. Vielleicht noch ein bisschen höher dann mit einer Kante. Und dann haben wir es. Ich glaube, das ist vielleicht genau das, was ich haben möchte. So, dass es hier einfach so ein bisschen hoch geht. Kann sogar drei machen. So. Eins, zwei. Ah, ne. Flup.
1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Und dann einfach. Ganz einfach. Ein bisschen zu hohe Kante, glaube ich. Muss ich mal gucken. Wenn wir das so machen würden. Da haben wir so eine richtig schöne Plattform. Vielleicht mache ich auch noch anstatt Ipewood noch was anderes hin. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, am Ende das Ipewood irgendwie nochmal zu ersetzen. Vielleicht durch andere Platten oder... Auf jeden Fall, dass wir hier erstmal... das Ding so machen. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Okay, das war das. Destructive Stone Brick. Flup, flup. Zack, 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 zack. Und dann würde es praktisch so sein, praktisch wie so eine Plattform. Wie gesagt, ich muss halt nur mal gucken, dass ich vielleicht einen anderen Stein oder so nehme. Nicht Stein, einen anderen... andere Füllfläche vielleicht. Dann sowas hier vielleicht. Das sieht ganz cool aus, glaube ich. Und hier oben drauf ein Spark. Wisst ihr, und dann können wir hier nochmal ein bisschen uns austoben. Können hier noch sowas machen, einfach nur. Können das wie so einen kleinen Altar machen. Ich weiß nicht, wie das am Ende aussieht. Ich muss auch erstmal testen. Sieht gar nicht schlecht aus, ne? Aber ich glaube, es wäre dann eher was für draußen, wenn ich das so machen würde. Und wenn wir es hier in der Mitte einfach mit dem Stein, mit dem hellen Stein noch füllen würden, von dem Living Rock und so weiter. Ich glaube, ich lasse das nur mal innen. So. Und dann... Living Rock. Kann ich den chiseln? Ja, kann ich. Und ich habe keinen Platz mehr im Chiselbag. So. Shit. Okay. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir viel zu viel Zeug hier wieder. Rumflattern. Was könnte ich mal in einem Block machen? Hiervon sollten wir mehr als genug haben. So. Kommt mal alle her. So. Das sieht doch gar nicht zu schlecht aus, ne? So ein bisschen so, vielleicht noch ein bisschen Lapis-Elemente mit reingebracht. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass es ein bisschen passt. Und dann haben wir hier an der Seite unser kleines Ding. Wir müssen es natürlich noch ein bisschen größer bauen, noch ein bisschen mehr integrieren, aber so als Grundsache ist das, glaube ich, nicht schlecht, die Idee. Und dann könnten wir nämlich gleich damit im Hintergedanken dafür sorgen... Region, dass wir einfach... Flap, ne... So. Ich mache einfach noch mal ein bisschen mehr. Okay. Ich hole mal kurz das Design von draußen. Dann copy und pasten wir es nämlich einfach dahin. Ich habe es nicht mitgenommen. Weil ich es rausgedroppt habe aus irgendeinem Grund. So. Zack. Placement. Ich habe nicht mehr genug Zeug. Wow. Destructive Stone. Nehmen wir mal 2 Stück. Flap, flap, flap und replace. Da können wir praktisch hin wie so eine Fläche machen, in die wir dann irgendwie, das ist halt jetzt das große Preisfrage,
dieses Ding einarbeiten würden. Ich nehme mal hier die Platten mal kurz noch raus. Wenn ich das Ding hier hin machen würde. Ich glaube, hier wäre es am besten. Und dann das so eingebaut hätte. Ist da, dass wir hier das einmal davor bauen? So. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Nee, ich glaube, daraus wird nichts. Nee. Ah, verdammt. Ich dachte, das ist eine tolle Idee, aber... tolle Idee sieht anders aus, trotzdem noch. Das einzig Nervige ist, dass das jetzt alles hier in dem blöden Ding drin ist. Okay. Du kommst weg. Du kommst weg. Ah, hier sind auch noch Dinger. Also ich glaube, das Ding an sich hier lassen ist keine schlechte Idee. Es muss nur besser eingebaut werden. Definitiv. Okay. Viertel. Ich mach mal hier einmal wieder so eine Linie aus, um das Ding erstmal irgendwie einfangen. Zack, 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 zack. Ja? Dann vielleicht zwei breit, einfach nur. Jetzt habe ich das wieder reingelegt. Zwei, eins, zwei, eins, zwei. 2, 1, 2, 1, 2. Irgendwie so. Ich probiere erstmal nur, ne? Also wenn man erstmal... Okay, das ist viel zu groß, viel zu fett. Ich glaube, ich muss es noch einen nach vorne schieben, weil hier hinten dieser Pfosten in der Ecke macht es echt nervig, damit zu arbeiten. Also wir würden ihn halbieren. Das ist auf der anderen Seite. Gut. Wir halbieren das Ding. Dafür hole ich mal die anderen Schlüssel weg. Damit das alles da reinkommt. Und ich den hier. Zack, 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 zack. Okay. Du kommst einmal weg. Und dann halbieren wir jetzt mal diese Wand hier. Gab's da eigentlich... Ich will nur mal kurz gucken, nicht, dass es schon irgendwie halbe gab. Aber nein, okay. So. Jetzt muss ich nur hier oben gucken. Es ist keine Treppe. Gott sei Dank ist es keine Treppe. Ciao. Ach nee. Muss erstmal noch das hier rein. Jetzt mal kurz hier reingelegt. Und dann brauchen wir einmal das. Beziehungsweise erstmal das. Zack, 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 zack. Zack, zack. Wunderbar, und keiner sieht's. Niemand wird jemals erfahren, dass da... Ah, es ist so schön, wenn man mit Chisel und Bits einfach, doof gesagt, cheaten kann. Das sieht man auch von außen, ne? Okay, muss ich auch noch machen. So. Haben wir uns komplett durchgecheatet. Dann jetzt wieder hier mit. Zack, zack, zack. Beziehungsweise vielleicht so. Ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, irgendwie... ich muss mir da irgendwie ein Design, glaube ich, überlegen, was da besser passt. Was auch so ein bisschen mehr an Botania erinnert. Weil das hier ist, glaube ich, nicht Botania genug.
Antwort wäre jetzt in meinen Augen Living Wood probieren. Für diese kleineren Sachen hier. Dafür brauche ich auch erstmal ein bisschen Platz in meinem Bag hier. Es geht gar nicht so weiter. Das wird sonst alles doof. Also. Zack, 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 zack. Geht natürlich nicht. Okay. Nein. Ist ja falsch. So. Gut, die beiden gehen nicht. Wovon kann ich einen Block machen? Von dem vielleicht? Ja, perfekt. Das ist genau ein Block. Das kann weg. Falsch. Nein. So. Nein. So. Das waren jetzt hier so vier, ne? Das reicht nicht, wissen wir. Reicht der Alabaster? Das soll doch reichen. Natürlich. Alabaster. Kriegen wir nicht den ganzen Mist hier raus? Was wir erstmal nicht brauchen. Okay. So. Wunderbar. Jetzt haben wir erstmal hier einen Haufen Platz nochmal drin. Gut. Dann Living Wood. Das muss irgendwie rein. Definitiv. Flup. Und Flup. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir müssen halt nur die Randsteine nochmal überarbeiten. Die gefallen mir nämlich gar nicht. In dem Zusammenhang jetzt. So, 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 so und so. So, 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 so. Tschak, 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 tschak. Nein. Tschak, tschak, tschak. Tschak, tschak, tschak. Eieiei. So. Wer was Schönes haben will, muss nun mal ein bisschen Energie reinstecken. Das nützt nun mal nichts. So. Dann passt das schon besser. Und dann können wir hier nämlich auch noch ein bisschen damit arbeiten. Und können wenigstens oben so ein bisschen was reinritzen. Ist da? Bei mir fällt gerade ein, könnte man vielleicht sowas machen. Das könnte halt auch sau gut aussehen. So. Wenn wir hier wirklich einmal rumgehen. Ich glaube, ich baue nichts in die Luft hier nur. Zack. Und dann jetzt hier nochmal weg. Nein. So. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Zack, 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 zack. Kann ich Material. Das gefällt mir ehrlich gesagt sogar besser. Aber vielleicht mache ich das hier nur halb breit, dass es irgendwie schmaler ist. Das kann man weg. So, dann haben wir... Ah, ich habe Same Material gemacht, ich bin doof. Oh, Mann. Ah. Zum Glück hat man irgendwann die Form komplett im Kopf. So. Jetzt die Frage, hier nochmal eins drauf. Nee, 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 nee. Ich muss was anderes irgendwie drauf. Da lieber die höher gemacht. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte irgendwie so Kerzen beliebig aufstellen. Das wäre so super, jetzt da eine Kerze zu haben.
So, wenn wir jetzt hier nochmal die Ecke rausnehmen. Und das dann... Nein. 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 Zack, zack. So schräg machen. Zack. Das sieht komisch aus, ne? So, machen wir mal so. Beziehungsweise es sieht doof aus, wenn es nur auf einer Seite irgendwie ist. Ich weiß noch nicht genau. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich würde aber sagen, ich beende jetzt trotzdem dann erstmal die Folge. Und wir gucken dann mal in der nächsten Folge, ob mir noch was einfällt. Und es schöner machen könnte. Vielleicht einfach mehr von dem Stein rein. Oder? Mensch. Sieht das aus? Nein. Das hier zumache, dann sieht es sogar nicht mal unbedingt so schlecht aus, ne? Wenn jetzt hier überall das Ding noch zu hat, sieht es aus, als wäre das praktisch einfach nur ein Stein, der nach hinten geschoben wäre. Aber alles andere ist trotzdem noch... So. Dann kommt das ein bisschen besser zur Geltung, glaube ich. So, machen wir mal hier einfach mal weg, weg. Zack, 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 zack. Dann kommt das alles gleich tausendmal besser zur Geltung hier. Spark drauf. Hier machen wir, wie gesagt, Mana Spreader von unten dann ran. Und dann ist das auch okay. Vielleicht, dass ich hier einfach nochmal irgendwie Holz reinbringe. Ah, da muss ich dann bei dem anderen auch gucken. Aber wie gesagt, das ist was, was ich mir dann offscreen überlegen kann. Ich bedanke mich jetzt erstmal auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal. Sieht im Moment aus wie so ein kleiner Totem irgendwie. Nun gut. Jetzt wirklich, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Und ja, bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao.